Harry gegen Camilla. Im Interview zu seinen noch unveröffentlichten Memoiren geht Prinz Harry Queen Consort Camilla an. In 60 Minutes von CBS verrät er, dass Camilla vermehrt Geschichten über die königliche Familie an die britischen Medien weitergab, um ihr eigenes Image aufzupolieren. Dies habe sie getan, da sie nach dem Zerbrechen von Charles und Dianas Ehe von der Presse als der Bösewicht dargestellt wurde und dadurch ihr Ruf geschädigt wurde. Das ist es, was sie so gefährlich machte, denn sie bändelte mit der britischen Presse an. Und da war eine sehr offene Bereitschaft, Informationen auszutauschen, erklärt der Royal gegenüber CBS. Aber damit ist Harry noch nicht fertig, denn gerade Camillas Position im Königshaus scheint ihn zu beunruhigen. Mit einer Familie, welche auf einer Hierarchie aufgebaut ist und mit ihr auf dem Weg zur Queen Consort, war es abzusehen, dass dadurch Leute geopfert werden, führt er weiterhin aus. Er und William hätten damals nicht einmal gewollt, dass Charles und Camilla heiraten. Wir dachten nicht, dass es notwendig wäre. Wir dachten, dass es mehr Schaden als Nutzen bringt. Wenn er jetzt mit dieser Person zusammen ist, das reicht doch bestimmt. Wir dürfen gespannt sein, was in Harrys Memoiren noch zutage kommt.